Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Der Turbokreisel am Cottbuser Nordring zählt seit Jahren zu den Unfallschwerpunkten in der Stadt. Zu oft werden Regeln missachtet und die Unfallzahlen bleiben trotz neuer Schilder alarmierend hoch. Das soll sich jetzt ändern. Es gibt neue Quermarkierungen. Sie sollen dafür sorgen, dass Autofahrerinnen und Autofahrer die Warnsignale nicht mehr übersehen. Mehr Aufmerksamkeit wird dadurch geboten. Auf die Räder, fertig, los, heißt es am Montag in Cottbus. Unter dem Motto "Ohne Kerosin nach Berlin" und "Tour der Verkehrswende" treten Jung und Alt kräftig in die Pedalen. Denn wer was bewegen will, muss erst in Schwung kommen. Gemeinsam mit Umweltgruppen wird ein 6 Kilometer langer Fahrradkorso durch die Stadt organisiert. Start ist um 17 Uhr an der Stadthalle. Jeder kann an der Demo teilnehmen.